Hallo liebe Leute und willkommen zu diesem kleinen Update-Video. Wie ihr im Titel sicher schon gelesen habt, wird es hier eine kleine Änderung geben. Bevor ich dazu komme, aber erstmal noch ein dickes Danke an jeden Einzelnen von euch, der von hier den Weg zu Discord gefunden hat, hier abonniert hat, Kommentare verfasst, Likes da lässt oder auch einfach nur still die Videos ansieht. Also Dankeschön. Und damit das hier jetzt nicht nur ein öder Monolog wird, läuft im Hintergrund noch eine kurze Runde Perfect Heist 2 mit. So, was wird sich jetzt hier jetzt also ändern? Nun, Glotzi kennt er ja aus den Perfect Heist bzw. CSGO-Videos und er und ich werden ab 1. Juli nur noch einen gemeinsamen Kanal bespielen. Und zwar wird es ein Rebranding seines aktuellen Kanals auf Hidden geben. Das heißt, der einzige Nachteil, wenn man es denn so nennen möchte für euch, ist, dass ihr ab Juli die Videos auf einem anderen Kanal seht. Aber abgesehen davon werden sich für euch eigentlich nur Vorteile ergeben. So gibt es dann zum Beispiel auch nicht nur in CSGO beide Ansichten, sondern eben auch in Perfect Heist. Das heißt, endlich wird die Welt erfahren, welche schrägen Dinge NPCs getan haben, um Glotzes Aufmerksamkeit zu erregen. Gut, wie auch immer. Alle Infos wie den Link zum Kanal etc. findet ihr in der Videobeschreibung. Es wird dann am 1.7. auch noch ein zusätzliches Community-Posting geben. Und wenn ich meinen Plan irgendwie einhalten kann, müsste heute Mittwoch sein. Das heißt, morgen Donnerstag kommt hier noch eine letzte Folge Perfect Heist 2. Und es würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn alle, die bisher hier schon die Videos angesehen haben, beziehungsweise vielleicht sogar abonniert haben, das dann zukünftig bei der Hitten tun. Und wie ihr wisst, Abos auf YouTube sind immer kostenlos und machen es für euch aber einfacher, am Laufenden zu bleiben. Also, rein in die Hitten und wir sehen uns hoffentlich da wieder. Haut rein! Oh nein, gar nichts gemacht. Ich sind auf die gleiche Weise gestorben. Totstellen und dann sterben, das ist der richtige Weg.